Mein Name ist Georg Diegrober. Ich habe gemeinsam mit ganz besonderen Menschen die Ökonomie der Menschlichkeit gegründet. Was meine ich mit einer Ökonomie der Menschlichkeit? Eine Wirtschaft, die uns Menschen dient. Und wenn man jetzt schaut, global oder auch in Österreich, ist das menschlich, was wir im Moment machen? Da kann sich jeder die Antwort selbst geben. Also wir haben zwei Richtungen in der Wirtschaft. Einerseits die globale Wirtschaft, die immer mehr anonymisiert, die immer mehr trennt, die künstliche Intelligenz fördert. Wir sollen sogar hybride Wesen werden. Das kann man alles gut sehen, das kann man auch fördern, das hat sicher auch Potenzial. Nur unser Ansatz ist, die Menschlichkeit zu fördern, die Menschlichkeit auch in der Wirtschaft zu fördern. Wir haben 450.000 Unternehmer in Österreich. Wir haben 35.000 Ladengeschäfte. Warum sollte ich heute noch in ein Ladengeschäft gehen? Die Produkte kann ich immer online kaufen, aber es geht um die Begegnung. Wir sind soziale Wesen. Grundlage unserer Allianz ist ein Manifest, das wir in die Welt gesetzt haben, wo wir definiert haben, auch wie wollen wir wirtschaften, von der Ethik und andererseits, welche Branchen sehen wir vorrangig von den Ressourcen her, die wir fördern wollen. Und diese wegbereitenden Unternehmen, wir nennen sie auch Branchensprecher, die geben auch Wissen weiter, die schaffen die Basisfinanzierung unserer Allianz. Und die denken genau gegenteilig von der alten Wirtschaft. Es geht um Wissenstransfer, es geht auch um das Aufbauen einer gemeinsamen Kraft. Einer dieser Wegbereiter ist die Schneiderei Wimmer in Schlehdorf. Ein Unternehmen in der 9. Generation, ein Handwerksbetrieb, das hat eine andere Qualität, das hat einen anderen Wert, wenn ich so ein Kleidungsstück in dem Sinn anhabe. Oder die Luftburg in Wien, größte Bio-Restaurant, ist einer unserer Wegbereiter. Hotel Schwarz Resort in Mirming in Tirol, die kaum Mitarbeiterprobleme haben. Oder ganz ein besonderer Architekt, LP-Architektur, Tom Lechner. Und diese wegbereitenden Unternehmen stehen wirklich als Ansatz dafür, dass wir an einer Wirtschaft glauben. An einer Wirtschaft in Österreich, die kleinstrukturiert ist, die divers ist. Und wir haben gemeinsame Chancen, wenn wir wirklich im Ineinander wirken. Und wenn ich nochmal die 20% der Unternehmer und Unternehmerinnen nehme, dann sind wir bei 90.000 Unternehmer. Wenn die alle aus der Anonymität gehen, ihre Menschlichkeit zeigen, Produktionsabläufe, wer steht dahinter, wo ist die Wertschöpfung, dann haben wir ganz große Kraft und werden die Gesellschaft viel, viel effektiver erreichen als jedes globale Unternehmen. Das ist die Einladung, gemeinsam zu wirken. Herzlich willkommen in der Ökonomie der Menschlichkeit.